Schöner Titel, ne? Deutschland erwache. Mit Jörg hier vom YouTube-Kanal Joggler66. Den Titel habe ich mit Absicht gewählt. Wird wahrscheinlich ein paar Leute anlocken, die sich sowas sonst gar nicht angucken würden. Wenn ich meine Deutschland erwache, wenn ich das schreibe, dann spreche ich über ein Deutschland, das es heute nicht mehr gibt. Leider. Das es aber schon mal gegeben hat. Ganz sicher. Wenn man berücksichtigt, dass das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, von 800 bis 1800, 1000 Jahre ungefähr, bestanden hat, dann waren die ersten 700 Jahre davon in völliger Dunkelheit. In der Geschichte sprechen wir auch drüber vom dunklen Zeitalter, vom dunklen Mittelalter. Das Mittelalter war hauptsächlich deswegen dunkel, weil den Menschen die Heilige Schrift nicht gegeben wurde. Weil den Menschen die Weisheit, das Wissen, die Kenntnis nicht gegeben wurde, die Gott jedem Menschen mit auf den Weg geben will. Die Bibel ist ein Leitfaden, wie wir unser Leben zu führen haben. Weil schließlich hat Gott uns geschaffen und Gott weiß, dass er eine Verantwortung gegenüber uns hat. Und die Verantwortung ist hauptsächlich darin, dass er sagt, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wohin wir gehen. Nun gibt es aber jemanden, der hat was dagegen, dass wir wissen, woher wir kommen, warum wir hier sind und wohin wir gehen. Und dieserjenige nennt sich der Teufel, Satan, die Schlange. Und zwar seit es den Menschen gibt. Als es zu Anfang nur zwei Menschen auf der Erde gab, Adam und Eva, was hat der Teufel gemacht? Er hat sich den Schwächeren der beiden, die Frau, rausgesucht und hat die Frau verführt. Etwas zu tun, was sie wusste, das gegen das Wort Gottes war. Warum hat die Schlange, der Teufel, nicht Adam angesprochen? Ja, weil Adam eine andere Erfahrung hatte als Eva. Adam war der einzige Mensch, der jemals auf dieser Erde gesehen hat, wie Gott etwas erschaffen hat. Nachdem Gott Adam gemacht hat, hat er ihn in den Garten Eden gesetzt und hat vor ihm alle Tiere dieser Welt aus dem Nichts erschaffen. Und Adam hat die Tiere benannt, mit Namen. Adam ist der Einzige, der jemals sah, dass Gott etwas geschaffen hat. Und als es darum ging, zu Gott zu halten oder zu der Frau, von der Adam noch gesagt hat, dafür wird jeder Mann seine Mutter und seine Eltern verlassen, ja, dann hat er seinen Vater, seinen himmlischen, verlassen und hat dieselbe Sünde gemacht wie Eva, durch von dem Baum der Erkenntnis zu essen und gut und schlecht kennenzulernen, obwohl gut eigentlich gut war. Nun, um zurückzukommen auf Deutschland, das damals im dunklen Mittelalter von der römisch-katholischen Kirche beherrscht wurde, wie der ganze Rest von Europa, wie der ganze Rest der bekannten Welt, gehen wir davon mal aus, die bekannte Welt, ja, naja, das kam zu einem Ende, anfänglich im Jahr 1517, fast 500 Jahre her, dass Martin Luther, ein Mönch, ein katholischer Mönch, weil andere als katholische Kirche gab es ja damals gar nicht, ein katholischer Mönch aufgewacht ist und dadurch, dass er die Schriften gelesen hat, die Bibel gelesen hat, erkannt hat, dass das Ablasssystem, das die römisch-katholische Kirche eingeführt hat und mit dem die römisch-katholische Kirche auch durch die Sakramente Erlösung verspricht, total unbiblisch war. Nun, die Leute, die damals gelebt haben, kannten die Bibel nicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Leute konnten nicht lesen, weil sie wurden darin nicht ausgebildet. Es gab auch keine Bücher, die sie hätten lesen können. Abgesehen davon, dass der Buchdruck erst 1400 und erfunden wurde, durch Gutenberg, gab es davor nur Bücher, die im Grunde handgeschrieben waren. Es gab keine Buchpresse. Aber
dass die Buchpresse dann ein paar Jahre bevor Luther auf die Welt kam und seine Gedanken geteilt hat mit der Welt, dass das zur selben Zeit entstanden ist. Das ist natürlich die Hand Gottes. Und er hat dafür gesorgt, dass dieses dunkle Zeitalter, wo die Menschen keinen Wegweiser, keinen Leitdraht in ihrem Leben hatten, was die Bibel ja eigentlich für uns ist, er hat dafür gesorgt, dass die Menschen diesen Leitdraht, diese Bibel endlich bekommen konnten. Und zwar in ihrer eigenen Sprache. Weil ihr müsst das mal so sehen, wenn im dunklen Zeitalter man zur Kirche ging, dann wurde von der Kanzel gepredigt, das, was der Priester gesagt hat. Die Bibel gab es nur in Latein. Die Predigten des Pastors, die Predigten, besser gesagt, des Priesters, Pastor nennt man ja die Evangelischen, die gab es ja damals auch nicht. Also die Predigten des Priesters waren in Latein. Und kein Mensch konnte damals irgendwie Bestätigung finden, dass das, was der Priester sagt, auch tatsächlich wahr ist. Man musste das nehmen als Wahrheit. Man vertraute dem Priester natürlich, man hatte ja eine Bezugsperson. Ja. Und diesen Bezug, dieses Vertrauen haben die Priester von Anfang an der römisch-katholischen Kirche. Also, man spricht vom dunklen Zeitalter, weil es damals die Heilige Schrift nicht gab für den normalen Menschen, um die Wahrheit zu erkennen, um zu erkennen, dass man in einer Lüge lebt. Nun, Martin Luther hat mit dem Anschlag der 95 Thesen an die württembergische Kirchentür dafür gesorgt, dass Licht in die Welt kam. Und sicher ein paar Jahre später, als er anfing 1521, die Bibel zu übersetzen, aus dem Original Griechischen, dem Textus Receptus aus Antioch, ins Deutsche. Er hat dafür gesorgt, dass die Menschen in Deutschland zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache lesen konnten. Und wozu hat das geführt? Die Reformation hat dazu geführt, dass die Leute erkannt haben, dass wir bereits einen König haben. Und dass dieser König nicht irgendein König oder Kaiser irgendwo in einem deutschen Kaiserreich oder was auch immer ist, sondern dass dieser König Jesus Christus ist. Und dass Jesus Christus auch der hohe Priester ist. Wobei natürlich der Papst immer von sich behauptet, der hohe Priester ist. Der Papst behauptet von sich, er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er beansprucht für sich den Titel, den Jesus Christus für sich beansprucht. Das ist natürlich die Frage, wem glaube ich denn mehr? Jesus Christus oder einem Menschen, der genauso in Sünde geboren wurde und in Sünde lebt wie ich selber? Oder glaube ich dem, der ohne Sünde gelebt hat und der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist? Was auch immer ich glaube, es nimmt nichts weg von der Wahrheit, dass damals im Grunde durch die Übersetzung der Bibel ins Deutsche den Leuten auf einmal klar wurde, dass ihr Gewissen nur Verantwortung hat gegenüber dem Heiligen Geist, gegenüber Gott. Dass Gott der Herr unseres Gewissens ist. Ja? Gott allein ist der Herr unseres Gewissens. Und Gott teilt uns mit, was unser Gewissen ist, durch die Bibel. Und das, dieser Gedanke, diese Wahrheit, hat ganz Europa befreit. Deutschland, und darauf will ich hinaus, deswegen nenne ich das Deutschland der Wache. Deutschland hat durch Martin Luther damals dafür gesorgt, dass dass Europa, dass ganz Europa freigesetzt wird. Wir sprechen über Deutschland, Holland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen, Bulgarien, all diese ganzen Länder im Osten Europas, die vollständig reformiert waren. Alle auf einmal ihre Könige abgesetzt haben. Weil die gesagt haben, wir wollen gerne regiert werden von einem König, der uns dient und nicht dem fremden Herrscher in Rom. Darum geht's doch. Wir wollen einen Herrscher haben, der uns dient. Und wenn du König das machst, okay, und wenn du das nicht machst, dann setzen wir dich halt ab. Und dann finden wir eben andere Regierungsformen, wie zum Beispiel Demokratie oder Republik oder was auch immer. Der Punkt ist doch nur der, dass die Leute es satt waren, regiert zu werden von einem in Rom, der seine eigenen Gesetze macht. Anstatt die universalen, göttlichen Gesetze zuzupassen, macht er seine menschlichen Gesetze durch
durch sich selber göttlich. Er ernennt sich selbst zu Gott, wie es in der Bibel geschrieben steht. Der Sohn des Verderbens, der Antichrist, der auf den Thron Gottes sitzt und sich selbst Gott nennt und alles tut, was Gott tut. Naja, so weiter das kann. Der Punkt ist also, dadurch, dass Deutschland damals diesen Stein ins Rollen gebracht hat, der Reformation. Es gab ja schon andere Reformatoren davor, aus England, kennen wir ja Wycliffe und Tyndale, die bereits damit angefangen hatten. Aber Luther hat das Ganze wirklich ins Rollen gebracht, in Deutschland. Und auf einmal haben die Leute ihre Ablässe nicht mehr bezahlt. Die römisch-katholische Kirche hat einen Schlag gekriegt, von dem sie sich bis heute nicht wieder richtig erholt hat. Weil auf einmal wurde dem Papst alles genommen, was er meinte, rechtmäßig seins wäre. War es nicht. Er hat alles gestohlen. Er ist der größte Dieb überhaupt. Aber der Punkt ist, dass die Leute sich das alles von ihm zurückgenommen haben. Sie haben ihre Ablässe nicht mehr bezahlt, sie haben ihre Könige nicht mehr verfolgt, die das getan haben, was der Papst zu ihnen gesagt hat. Die Leute haben sich befreit. Von dem Joch Roms haben sich die Menschen befreit. Und es ist dasselbe Joch heute, 2015, das die Menschen damals auch hatten. Das Problem ist, damals wurden die Leute aufgeweckt durch die Bibel und sie haben gelernt und akzeptiert, dass es eine wirkliche Wahrheit gibt und dass sie eine Lüge leben. Eine Lüge, die der Papst ihnen erzählt. Heutzutage glaubt keiner mehr, dass der Papst ihnen eine Lüge erzählt. Och, der Papst, der hat ja überhaupt keine Macht. Der sitzt da in seinem kleinen Vatikan, dem kleinsten Staat der Welt in Rom und dreht mit seinen Däumchen und macht überhaupt nichts. Die römisch-katholische Kirche ist erst, in allererster Sache, ein Staat. Sie ist eine zivile Power, eine zivile Kraft, eine zivile Macht, eine politische Macht und erst in zweiter Linie eine spirituelle Macht. Ob euch das gefällt oder nicht, untersucht das mal ein bisschen. Das ist ganz deutlich. Ja? Die römisch-katholische Kirche baut eine Schattenregierung auf in jedem Land, wo sie ist. Das fängt an bei den Priestern, bei den kleinen Gemeinden, zieht sich über die Äbte und über die Bischöfe bis zu den Kardinälen hoch. Und die haben eine Schattenregierung. Und diese Schattenregierung sorgt dafür, dass das kanonische Kirchengesetz eingeführt wird. Wir leben doch nicht mehr in einer Demokratie, wo wirklich all die Rechte, die uns sozusagen gegeben werden, selbst im sogenannten Grundgesetz, diesem blöden Wisch von den Alliierten aufgedrückt, selbst die Gesetze gelten doch nicht mehr. Warum denn nicht? Weil kanonisches Recht über alles geht. Weil das Spirituelle über dem Zivilen liegt. Das war Luther schon klar. Dann müsst ihr mal von der babylonischen Gefangenschaft von Luther lesen, dann begreift ihr das. Oder den offenen Brief an die deutsche Nobilität, an den Adel, den Luther 1520 veröffentlicht hat. Da steht das alles drin. Ich saug mir hier nichts aus den Fingern, sondern das ist alles geschichtlich belegt. Das Problem ist nur, dass wir heutzutage so zugespielt werden mit allem möglichen Quatsch. Fernsehen, Zeitschriften, Filme, also aus Hollywood. Und diese ganzen Medien, die total kontrolliert werden vom Antichrist. Die kontrolliert werden von der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche behauptet von sich selber, und das könnt ihr aufsuchen, das ist im Internet zu finden. Die römisch-katholische Kirche behauptet von sich selber, dass sie das Recht hat, alle Medien unter ihrem Joch zu haben. Und sie hat alle Medien unter ihrem Joch. Dass sie auf verschiedenen Plätzen, anstatt das öffentlich zuzugeben, ein paar Juden davor schiebt, wie zum Beispiel in Hollywood und so weiter. Okay. Oder dass viele Menschen meinen, oh, das ganze Finanzsystem, das gehört den Rothschilds und die Rothschilds sind Juden und die Juden sind schlecht. Weil, ihr könnt das einmal selber suchen. Ansonsten gebe ich euch den Link gerne, wenn ihr es fragt. Aber ich mache es euch nicht so leicht, den hier in den Link des Videobeschreibung reinzutun. Es gibt in der jüdischen Enzyklopädie, die man online findet, und das schon länger, nicht erst seit gestern, ein Link, wo ganz deutlich drin steht, dass die Rothschilds, die, wie es im Englischen heißt, weil das ist in Englisch geschrieben,
die Guardians of the Vatican Treasure sind. Das heißt, die Bewacher, die Beschützer des Vatikanischen Schatzes sind. Sie sind Malteserritter. Da müsst ihr euch halt mal beschäftigen, was es heißt, Malteserritter zu sein. Dann kann das so scheißegal sein, wie ihr wollt, dass sie Juden sind. Hauptsächlich sind sie erst und vor allem Malteserritter und haben damit ganz deutlich ihre Allianz, ihre Treue einem geschworen, dem Papst in Rom, niemand anderem. Und genau so ist das mit allen Regierungen dieser Welt. Wenn ihr glaubt, dass Demokratie das freie Wahlrecht ist, dann habt ihr im Grunde recht. Das Problem ist nur, das gibt es so nicht. Warum? Weil alle Kandidaten, die in diesem System antreten, vom Papst gewählt sind, vom Papst anerkannt sind. Nur wer die Anerkennung des Papstes auf der höchsten Ebene, spreche ich jetzt, hat. Auf kleinerer Ebene sind es andere Leute, die bestimmen, ob du in der Politik mitmachst und eine wichtige Rolle spielst, ja oder nein. Nur die Leute, die ihre Allianz dem Papst schwören, kommen überhaupt in eine Machtposition. Das heißt, wenn die sogenannten Volksvertreter nicht das Volk vertreten, sondern die Absichten, Intentionen und Politik eines fremden Herrschers, des Papstes in Rom, ja, schaut euch doch mal um. Wenn ihr ganz einfach mal die Politik euch anschaut, ist das dann nicht deutlich, dass im Grunde die römische Politik, und mit römischer Politik meine ich, geht mal 2000 Jahre zurück, was Rom behauptet hat. Der Papst nennt sich selbst Pontifex Maximus. Ein Titel, der allererst Julius Caesar, 48 vor Christus, zuerkannt wurde. Der große Brückenbauer. Pontifex Maximus. Immer noch ein Titel des Papstes. Heute noch. Der Caesar. Und da gibt es einen schönen Ausdruck von Gregory dem 9., meine ich. Der meinte, der Caesar, der euch jetzt anspricht und dem alleine ihr huldigen müsst und Ehre erbieten müsst und Anbetung erbieten müsst. Naja, aber jetzt sauge ich mir hier was aus meinem Gedächtnis raus. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Papst war, aber ich habe den Discorsi, habe ich im Internet stehen. Lass das mal raus. Und das ist nun mal so. Ob euch das gefällt oder nicht. Das Problem ist, dass die Leute heutzutage, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, darum nenne ich dieses Video Deutschland erwache. Das Problem ist doch, dass wir heutzutage durch die Medien, durch Hollywood-Filme, durch iPhones, die wir kriegen und alles drum und dran, dermaßen abgelenkt sind von allen Dingen, die wirklich wichtig sind auf dieser Welt, dass wir uns die Bibel nicht mehr anschauen. Und das ist doch genau, was der Teufel will. Dem Teufel ist es scheißegal, welche Lüge du glaubst, solange du nicht die Wahrheit entdeckst. Ihm ist es egal, ob du den falschen muslimischen Glauben annimmst, also Islam. Ihm ist es egal, ob du Buddhismus annimmst. Ihm ist es egal, ob du New Ager bist. Ihm ist es egal, ob du Hindu bist, Schamane bist, Druide bist, Satanist bist. Ist ihm alles wurscht. Jede Lüge ist gut, solange du nicht die Wahrheit suchst und die Wahrheit erkennst. Da geht es dem Teufel drum. Und das hat er im dunklen Zeitalter geschafft, bis Martin Luther halb Europa freigesetzt hat durch die Reformation. Dafür sollten wir Deutschen dankbar sein, denn ohne Martin Luther damals würden wir heute gar nicht so leben, wie wir leben. Die Reformation hat dafür gesorgt, dass die Mittelklasse eingeführt wurde. Weil die Leute konnten sich auf einmal frei entfalten. Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts, die technische Revolution des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts, in dem wir im Augenblick leben, haben wir nur zu danken an die Reformation, an die Freiheit, die wir damals bekommen haben. Die Freiheit, die uns im Grunde geschenkt wird durch Gott. Und was machen wir damit? Wir treten sie mit Füßen. Wir bedanken uns nicht bei Gott. Wir bedanken uns bei niemandem. Wir nehmen das alles als gegeben und wundern uns, wenn die Rechte, die wir uns so schwer erkämpft haben in der Vergangenheit, mehr und mehr weggenommen werden. Erinnert ihr euch noch an den 30-jährigen Krieg? 1618 bis 1648? 12 Millionen Deutsche, die damals gestorben sind? Welche Deutschen waren das? Das waren hauptsächlich Protestanten. Guckt euch mal im 17. Jahrhundert Polen an. Die Jesuiten haben es geschafft, innerhalb von 60 Jahren das protestantische Polen total katholisch umzudrehen. Guck mal, schöne katholische Kirche da hinten, ne?
ist hier voll damit hier in Belgien. Ich krieg das Kotzen, wenn ich das sehe jedes Mal. Da ist eine, da noch eine. Und das ist nur das, was ich von hier aus sehe. Ja. Na jedenfalls, die Reformation hat damals mehr oder weniger die halbe bekannte Welt freigesetzt. Die Reformation hat dafür gesorgt, dass die Leute, die auf einmal erkannt haben, ey, der Papst unterdrückte uns, ja, dann gehen wir hier weg, die in die neue Welt gegangen sind. Die neue Welt, die Vereinigten Staaten von Amerika heutzutage, wo die damals hingegangen sind, in 13 Kolonien, wo damals der Katholizismus verboten war. Katholiken durften damals in den Kolonien, damals noch nicht Vereinigten Staaten, in den 13 Kolonien, Katholiken durften damals keine öffentliche Messe halten. Katholiken war verboten, politische Ämter zu bekleiden, weil die Leute, die dahin kamen, aus Europa geflohen waren unter dem Joch des Antichristen und ganz genau wussten, dass die Katholiken, wenn sie politische Macht bekommen, den Staat übernehmen. Das war schon immer so. Und das war jetzt ganz deutlich da drin. Tja, das ist heute leider immer noch so. Der Punkt ist, wenn man der katholischen Kirche einen Daumen gibt, dann ist man den ganzen Arm los. Oder einen kleinen Finger gibt, dann ist man den ganzen Arm los. Das ist ganz einfach so. Und das hat es immer wieder bewiesen. Und Amerika ist damit auf die Schnauze gefallen, durch 1776 in ihre Verfassung reingeschrieben zu haben, hey, Freiheit, Religionsfreiheit. Und was hieß das, Religionsfreiheit? Na, dass auf einmal eben die Katholiken ihre Religion ausüben. Und somit sind die Katholiken da an die Macht gekommen. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, könnt ihr ja mal meiner Lesung folgen, Rulers of Evil, leider in Englisch halt, das Buch von Capasauci, das erklärt ganz deutlich, was Amerika wirklich ist. Und dass es überhaupt nicht protestantisch mehr ist. Protestantisch waren die 13 Kolonien. Aber von dem Augenblick, als 1776 die amerikanische Unabhängigkeit ausgerufen wurde und eine USA-Regierung installiert wurde, die Regierung war von Anfang an römisch, katholisch. Der Protestantismus könnte, aber ich will es jetzt noch nicht zu lang machen. Aber ich wollte nur mal eben sagen, der Titel des Videos, Deutschland erwache, damit spreche ich den Geist an, den die Deutschen im 16. Jahrhundert hatten, als sie erkannt hatten, wie der Papst die Stelle von Jesus Christus eingenommen hat. Und das tut er noch immer. Und ich wollte mal hoffen, dass einige Leute sich vielleicht darauf besinnen, dass sie sich mal sagen, wir gucken uns mal die Geschichte an. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass heutzutage keine Geschichte mehr gelehrt wird. Das Problem ist ja nicht mal unbedingt, was gelehrt wird in der Geschichte. Das Problem ist, was ausgelassen wird aus der Geschichte. Das Problem ist, dass wenn man sich zum Beispiel ein Lexikon anguckt aus dem 19. Jahrhundert, dass man Dinge darin sieht, die findet man in einem Lexikon von Mitte des 20. Jahrhunderts schon gar nicht mehr zurück. Auslassen ist eben auch eine Form der Unterdrückung. Wenn ich Geschichte auslasse und ich erzähle den Leuten nicht, wie es wirklich war oder was die Hintergründe waren, ja, dann begreifen die Leute das alles nicht. Dann geht man nur noch in die Schule und dann wird einem gesagt, so, du musst mal lernen, welcher Name hier und hier das und das gemacht hat und das Datum musst du auswendig lernen und so weiter drum und dran. Aber die Zusammenhänge, die erklären wir dir nicht. Das ist ganz schön glitschig hier. Also, Entschuldigung. Ja, ich dachte, ich mache das mal unterwegs auf dem Spaziergang, weil dann kommt meistens der Heilige Geist zu mir und gibt mir so Ideen, was ich da mal sagen könnte. Und inzwischen tobt mein Hund hier rum. Und ist ja auch mal schön. Könnt ihr mal ein bisschen sehen, wo ich hier wohne. War nichts Spezielles, halt in Belgien. Und was für Mistwetter wir hier haben, auch nicht viel besser als bei euch. Heute ist der 16. Dezember, glaube ich. Na jedenfalls, ich wollte euch mal deutlich machen, Deutschland erwache im Geiste der Reformation von vor 500 Jahren. Das ist meine Botschaft. Deutschland erwache zu der Wahrheit, die Bibel ist. Das geschriebene Wort Gottes. Unser Leitfaden, wo ganz deutlich drin steht, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wo wir hingehen. Stellt ihr euch die Fragen? Lest die Bibel. Ist die einzige, die beantwortet diese drei Fragen. Sonst beantwortet das nichts auf dieser Welt. Weil nur die Bibel ist die Wahrheit.
Entschuldigung, dass ich da so drauf drücken muss, aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Ob sie euch gefällt oder nicht. Du kannst ja sagen, von dort, der erzählt, dass es die Wahrheit ist. Ja, aber meine Wahrheit ist eine andere. Es gibt nur eine Wahrheit. Eine einzige Wahrheit. Ob du sie akzeptierst oder ob du sie nicht akzeptierst, ist deine persönliche Entscheidung. Aber ob du sie akzeptierst oder nicht akzeptierst, verändert die Wahrheit nicht. Und das ist halt eine Wahl, die muss jeder für sich selbst treffen. So, nachdem ich nun gestern das Video von Babylon nach Rom über Weihnachten hochgeladen habe, werde ich wahrscheinlich ziemlich schnell dieses hier hochladen. Ich habe nur ein 25-Euro-Telefon, also von daher ist die Qualität wahrscheinlich nicht so ganz besonders toll. Aber es geht ja auch um das, was gesagt ist und nicht darum, in welcher Qualität man sich jetzt diesen tollen Film angucken kann. Ich dachte einfach nur, ich habe kein Bandaufnahmegerät bei, um MP3 zwischendurch aufzunehmen. Also nehme ich halt diesen Film auf. Könnt ihr in der Zwischenzeit euch noch meinen Hund angucken und ein bisschen die Gegend, in der ich fast hier täglich spazieren gehe. Oder glitsche, kann man hier schon fast sagen. Ne? Und dann könnt ihr mal drüber nachdenken, was ich euch gerade erzählt habe. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Ob du sie gerne hast oder nicht. Ob du sie glaubst oder nicht. Ob du sie lebst oder nicht. Die Wahrheit verändert sich nicht. Das Einzige, was die Konsequenzen mit sich trägt, wenn du nicht der Wahrheit folgst, ist, dass du einer Lüge aufgesessen bist. Und die Deutschen waren eigentlich schon immer ein Land von Menschen, die die Wahrheit geliebt haben. Die ehrlich, ups, jetzt falle ich fast auf die Schnauze, die ehrlich waren, die so ehrlich waren, dass es bis zu dem Zeitpunkt, dass es ihnen selber wehtut, die so lange Schmerzen und Peinlichkeiten ertragen haben, weil sie eben die Wahrheit so sehr liebten, schon immer. Naja, was ist denn heute noch in Deutschland an Deutschen über, die diesen Geist noch haben? Und an die Menschen wende ich mich. Deutschland, erwache im Geist der Reformation, im Geist des Worte, des Wort Gottes. Deutschland, erwache. Dein Gewissen, erwache. Prangere die Lüge an und erkenne die Wahrheit. Deutschland, erwache zu der Wahrheit, die uns die Bibel gibt. Deutschland, erwache im Geiste des Wortes Gottes. Das ist das Einzige, was zählt. Erwache aus dem Tiefschlaf, in das römische System dich hineingedrückt hat. Durch manipulierte Medien, manipulierte Politiker, Glaubensformen, die dir aufgedrückt werden, die alle nicht wahr sind. Erwache, Deutschland, zu der einzigen Wahrheit, die es gibt, dem Wort Gottes. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Könnt mir ja schreiben, ob ich nochmal solche Videos machen soll oder ob ihr da lieber genug von habt, dass ich meine Gedanken auf diese Art und Weise teile. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich mich hier ein paar Mal fast auf die Schnauze gelegt hätte. Naja, also, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und in der Zwischenzeit möge Gott euch beschützen auf all euren Wegen und möge er euch segnen und möge er euch die Augen öffnen, euch auf die Schulter klopfen, wie er es bei mir vor wenigen Jahren getan hat, um zu sagen, hey Jörg, dreh dich mal um. Hier ist die Wahrheit. Mein Wort, meine Lehren, meine Geschichte, deine Geschichte, die Geschichte der Menschheit, die wahre Geschichte der Menschheit.